Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Redstone Bauteil mit mir, dem Nico, hier auf SteveoTV und heute wieder mit dem Minispiel Happy Whites Tower Defense. Und heute hatte ich vor, für die Türme irgendeinen Mechanismus zu bauen, dass man die wieder verkaufen kann, beziehungsweise einfach wieder wegmachen kann, weil wenn man sich einen Turm baut und denkt, oh, den hätte ich da doch lieber nicht, dann kann man auf den Knopf drücken oder wie auch immer ich das machen werde. Und dann wird der Turm wieder resettet, also dann passiert wieder das. Moment, ups, was mache ich denn? Emerald, das suche ich. Dann passiert eben folgendes, komm schon. Dass hier ein Block gesetzt wird, ein Emerald-Block. Und der Turm wieder verschwindet. Und ich weiß nicht, ob ich machen werde, dass das Verkaufen ist, dass man eben Geld dazu bekommt wieder. Oder ob das einfach immer geht und man einfach nichts dazu bekommt und nichts verliert. Oder dass es vielleicht sogar was kostet, die Türme wieder zu zerstören. Das werde ich mir noch überlegen. Und bis dahin mache ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt kann man die Tower zerstören. Und zwar habe ich jetzt hier neben jeder Towerplatte so einen Knopf gemacht, wo drauf steht Press to destroy this tower. Es kostet nichts und es wird einem auch kein Geld gegeben, sondern der Tower wird einfach zerstört. Und das habe ich jetzt an jeder Platte gemacht. Und da muss man einfach nur den Knopf drücken. Und dann verschwindet der Tower. Ups. So. Und hier drüben auch noch. Der letzte. So. Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Ich habe ja sowieso schon den Zerstörmechanismus eingebaut gehabt. Nur dass ich so hatte, dass man hier ein Emerald Ore setzt. Und das ist genau das, was mit dem Knopf hier passiert. Hier wird einfach ein Emerald Ore gesetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mache, Stained, ups, Hardened, Clay, 15, dann wird hier ein TNT Tower gesetzt. Und das funktioniert mit genau dem gleichen Prinzip. Und, ach ja, ich habe hier jetzt so kleine TNT Dinger da reingetan. Nur so zur Info. Und genau, das mit dem Wegmachen funktioniert eben nach demselben Prinzip, wie man die Türme setzen kann. Ups. So. Und ja, als nächstes wollte ich mich jetzt dran machen, was passiert, wenn die Zombies eben in den Tower kommen. Und dafür habe ich jetzt erstmal ein Scoreboard erstellt, die Tower Health, das seht ihr jetzt rechts. Ich habe sie mal auf 100 gestellt und als nächstes müssen wir eben testen, ob hier in diesem Tower ein Zombie ist. Und das machen wir ganz einfach mit dieser ziemlich schnellen Clock. Hier werden die ganzen Redstone-Blöcke gesetzt, die werden wieder durch Stein ersetzt und wieder gesetzt. Es sieht zwar so aus, als würde eigentlich gar nichts passieren, aber wenn ich jetzt hier mache Say Hi, dann sehen wir, dass der Chat zugespammt wird und ich kann auch keinen dieser Blöcke einfach zerstören. Und hier wird die ganze Zeit getestet, ob sich hier oben in dem Bereich hinter der Linie ein Zombie befindet. Wenn da ein Zombie ist, dann werden diese ganzen Command-Blöcke aktiviert. Und die machen, dass der Zombie verschwindet, einem Leben abgezogen werden, der Zombie einen Sound macht und ein Partikeleffekt entsteht. So sieht das Ganze aus. Und stimmt, dass im Chat steht, a zombie got into the tower. Und hier passiert das noch nicht, erst wenn er eben die Linie berührt. Und hier unten befindet sich noch ein Command-Block, der klont das Ganze hier wieder hier rüber. Das ist eigentlich genau dasselbe. Allerdings ist das dafür, dass auch schnell hintereinander Zombies gesehen werden. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel nicht mache, dieses Klone, dann kann es eben passieren,
dass die Zombies zwar erkannt werden, aber das so schnell geht, dass nur einmal dieses ganze Zeugs ja aktiviert wird und deshalb nur der erste Zombie wegteleportiert wird und die anderen noch da sind. Und deshalb wird das eben geklont, weil dadurch wird das sofort wieder zurückgesetzt. Und ja, das war eigentlich das Ganze. Jetzt kann ich noch schnell etwas zeigen. Und zwar, wie das aussieht, wenn eine komplette Horde von Zombies in den Tower kommt. Also ich habe ja mal ein paar gespawnt. Oh, sind sogar ein paar ins Wasser gefallen. Ups. Und ja, die gehen alle da langsam, aber sicher in den Turm. Und ich stelle mich jetzt auch mal hier rein, damit man das sieht. Und sie kommen langsam, aber sicher. Ganz langsam. So, jetzt kommen sie. Und genau, jetzt könnt ihr auch rechts sehen, dass die Tower Health die ganze Zeit nach unten geht. Und jetzt wurden zum Beispiel zwei Zombies und hier mehrere auf einmal weggemacht. Und ja, also wir sind jetzt schon bei 65. Und es wird wirklich fast jeder Zombie gezählt. Und der Chat wird auch zugespammt. Ja, das müssten alle gewesen sein, außer die, die im Wasser liegen. Da sollte ich vielleicht noch was dagegen unternehmen, dass die da vielleicht auch wieder rauskommen. Sogar Spieler. Das mache ich jetzt mal ganz einfach. Indem ich sage, kill E-Type. Zombie. Und hier Leitern hinbauen. Ups. So. Okay. Und ja, das war's dann aber auch für diese Folge. Ich habe wieder einiges geschafft. Also die Türme wegmachen und das war jetzt nicht gerade sehr einfach. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.